Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Moneyboxer. Mein Name ist Lennart und normalerweise stelle ich hier Aktien von Unternehmen vor, in die ich selbst investiert bin, entweder direkt oder indirekt über meine investierbaren Wikifolios. Heute soll es aber mal wieder um einen Talk, also ein Gespräch mit einem interessanten Gast gehen. Genauer gesagt, Vinzenz Winter. Mein LinkedIn-Feed hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass er eine Masterarbeit zum Thema Beitrag Neobroker zu einer deutschen Aktienkultur geschrieben hat. Und das Thema finde ich super spannend. Hätte, glaube ich, selbst über sowas gerne früher mal geschrieben und wollte gerne mit ihm darüber sprechen. Das ist vor allem diese Woche gerade spannend, weil ja Trade Republic, und Trade Republic ist für mich das Synonym der Neobroker in Deutschland, diese Woche angefangen hat, 2% Zinsen zu geben auf die Verrechnungskonten. Das halte ich insgesamt für einen ziemlich smarten Move, denn ich gehe davon aus, dass einige dieses Angebot nutzen und nun bis zu 50.000 Euro auf den Verrechnungskonten parken werden. Und vermutlich wird Trade Republic dann davon profitieren, dass, wenn man schon mal Geld auf dem Verrechnungskonto hat, die Hemmschwelle natürlich nochmal gesunken ist und dann wird auch mehr gehandelt. Und davon wird natürlich am Ende Trade Republic profitieren. Jetzt aber erstmal grundsätzlich zu dem Thema Neobroker und wie ihr Beitrag zur deutschen Aktienkultur ist. Viel Spaß beim Video mit Vinzenz. Wenn ihr Fragen an Vinzenz oder mich oder Kommentare zum Video habt, wie immer, gerne unten in die Kommentare unter dem Video. Jetzt aber viel Spaß. So, dann, ja, hallo Vinzenz, schön, dass du da bist. Willst du dich vielleicht kurz vorstellen, einmal wer du bist, wo du herkommst und warum ich dich hier eingeladen habe, also kurz zu dem Thema deiner Arbeit. Grüß dich. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Es ist immer schön, über sowas dann auch mal zu sprechen, nachdem so eine Arbeit in einem längeren Zeitraum dann entstanden ist. Ja, mein Name, wie du gesagt hast, ist Vinzenz Winter. Ich bin 25 Jahre alt, komme aus Bayern, südlich von München und habe mich jetzt im vergangenen Jahr intensiver mit dem Thema deutsche Aktionärskultur, Neobroker beschäftigt im Rahmen meiner Masterarbeit, die ich an der Fachhochschule für Ökonomie und Management in München verfasst habe und bin da so ein bisschen in das Thema eingestiegen, was ist eigentlich Aktienkultur oder Aktionärskultur? Und wie kann man sich wissenschaftlich und relativ neutral dieses Thema Neobroker ansehen und habe mich versucht, da in das Thema reinzuarbeiten. Genau, und das war für mich natürlich super spannend. Ich habe es in meinem LinkedIn-Feed bekommen, dass du das getan hast, beziehungsweise dass dir Glückwünsche gegeben wurden, dass du die Arbeit abgeschlossen hattest. Und ich fand es super spannend. Über sowas hätte ich damals auch gerne geschrieben. Ja, vielleicht kannst du uns mal zusammenfassen, zum einen, was für dich überhaupt der Begriff Aktienkultur bedeutet und was so die Haupterkenntnisse waren oder vielleicht auch erstmal abgrenzen, was überhaupt ein Neobroker ist, dass wir so ein bisschen erstmal die Basics sozusagen verstehen. Genau, also das war auch im Grunde genommen der Kern dieser Arbeit, war mir zweigeteilt aus der Theorie heraus erstmal zu verstehen, was ist Aktionärskultur und was ist ein Neobroker, wie kann man die zu konventionellen Brokern abgrenzen. Und bei der Aktionärskultur habe ich mich dadurch herangearbeitet, dass ich mir aus der Literatur und der Vergangenheit sozusagen unterschiedliche Themen angesehen habe, die schon zu Aktionärskultur geschrieben und berichtet haben und habe auch Kultur fernab dieser Aktienwelt mal angesehen, was das eigentlich bedeutet und versucht, da so eine Verknüpfung zu erschaffen. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Begriff Aktienkultur oder Aktionärskultur doch relativ häufig genannt wird, gerade wenn man hier in sozialen Medien unterwegs ist, bei Finfluencern und so weiter, ist es durchaus ein Begriff, der oft genutzt wird. Also umso schwerer, dass dann in irgendeinen, sagen wir mal, Rahmen zu bringen und irgendwas messbar zu machen. Ich bin dann so vorgegangen, dass ich gesagt habe, es muss irgendwo Variablen geben, die eine Aktienkultur als aktienfreundlich oder unfreundlich einordnen können. Dann habe ich mir unterschiedlichste Artikel und Berichterstattungen angesehen zu Deutschen und wie Deutsche mit dem Thema Aktien umgegangen sind. Da kommt man dann zur Telekom-Aktie, zum neuen Markt und so weiter. Diese Themen kennt man ja ganz gut und kommt auf mehrere Variablen. Ich habe mir dann vier Variablen rausgenommen und diese vier Variablen waren zum einen die Risikobereitschaft, also sind die Menschen an sich risikobereit, um ihr Kapital zu investieren. Dann, wie empfinden sie die Zugangshürden zum Markt, also die Empfindung, was muss ich alles tun, dass ich überhaupt handeln kann mit Aktien und investieren kann. Dann das Vertrauen, das Anlegervertrauen, also wie sehr vertraue ich als Anleger den anderen Institutionen im Markt, das bedeutet den Firmen, den
den ganzen Wirtschaftsprüfern, die zum Beispiel Bilanzen testieren, oder auch den Brokern, ist ein sehr relevantes Thema, gerade auch zum Beispiel in der Kryptowelt mit dem FTX-Crash sehen wir das jetzt wieder. Also Vertrauen ist immer ein Thema, das da auch mitschwingt. Und das letzte, die vierte Variable war die Empfindung von Kontrolle über das eigene Handeln. Also wie gut kann ich eigentlich das, was ich machen will, auch umsetzen? Ist das zu diffizil oder kann ich relativ leicht einen Transfer herstellen zwischen das möchte ich tun und dann tue ich das auch? Die vier Variablen kann man bestimmen, indem man Leute befragt und die sagen einmal, ja, ich bin eher risikobereit oder nicht so risikobereit zum Beispiel. Und dadurch kann man dann, sagen wir mal, einen Score entwickeln, ein System, wo man sagen kann, wir sind eher sehr aktienfreundlich oder eher aktienunfreundlich. Das war die Idee, so kann ich Aktienkultur zumindest messbar machen. Im zweiten Schritt, jetzt der Themenpunkt Neobroker, einfach mal geschaut, was Neobroker denn abgrenzen zu konventionellen Brokern, und auch das ist nicht unbedingt leicht, weil in so einem Markt, kannst du dir auch vorstellen, wird das entwickelt, was die Kunden möchten, und deshalb können sich auch die Funktionen und die Eigenheiten dieser Neobroker an die von konventionellen, sagen wir mal, Brokern oder Banken angleichen und auch andersrum. Werben durch deutlich niedrigere Kosten war aber einer der Punkte, die Neobroker schon ausgemacht haben und wie das Ganze auch entstanden ist. Also sie haben gesagt, die Kosten bei uns sind deutlich geringer als bei den konventionellen Brokern oder Banken, die ihr bisher kennt. Dann die Benutzerfreundlichkeit in den Anwendungen ist durchschnittlich, wenn man sich einige Statistiken ansieht, wird als höher eingeschätzt bei Neobrokern als bei konventionellen, die noch nicht, sagen wir mal, aus dieser App-Welt rauskommen, sondern aus einer Welt, wo man vielleicht am Desktop gearbeitet hat, am PC und dann eine Handy-Anwendung zum Beispiel entwickelt haben. Da merkt man einfach, wo der Fokus in der Entwicklung lag. Das heißt, die Benutzerfreundlichkeit ist ein Punkt der Abgrenzung. Und Neobroker haben grundsätzlich ein eher geringeres Produkt und Angebot und geringere Anzahl an Handelsplätzen, die sie anbieten. Ich glaube, wer schon mal Neobroker genutzt hat, weiß ich, du kannst auch dazu gerne noch was sagen, wie deine Empfindung ist. Es gibt bestimmt bei diesen Punkten, die herausgearbeitet wurden, auch Ausnahmen. Ja, es gibt bestimmt auch Neobroker mit einem sehr, sehr hohen Angebot an Handelsplätzen und Produkten und welche, die vielleicht gar nicht so benutzerfreundlich sind. Also ich denke, die Abgrenzung ist hier relativ schwierig und so ist es auch in der Arbeit rausgekommen. Ja, also tatsächlich, bei dem Fall denke ich immer an den Smart Broker, falls der bekannt ist, wo auch selbst die Vertreter des Smart Brokers oder von Wall Street Online Holding auch gesagt haben, so ja, sie sehen sich schon als Neo-Broker. Sie haben nämlich ziemlich viele Handelsplätze, aber sie haben keine App. Also eins der Hauptkriterien sozusagen wird nicht erfüllt, aber sie sind halt trotzdem relativ neu. Sie haben diese ganz niedrige Preisstruktur, aber haben halt keine existente App und eine ziemlich alt daherkommende Benutzeroberfläche im Web, muss man auch sagen. Deswegen ist es auch für mich so ein Twitter und fand ich auch interessant zu sehen, dass die selbst nicht ganz genau wussten, wie sie sich da eigentlich ein- oder abgrenzen sollen. Von daher erstaunlich eigentlich, dass der Begriff nicht so ganz klar definiert ist. Vielleicht in dem Zuge auch die Frage, benutzt du denn selbst auch einen der Neobroker oder wie gehst du selbst um? Ich nehme an, dass du auch aktiv Aktien handelst oder investiert bist. Genau, also so bin ich auch zu dem ganzen Thema gekommen und überhaupt zum tatsächlich dann investieren in Aktien über Trade Republic 2020. Ich habe die App dann irgendwann mal gesehen, habe gedacht, jetzt ist die Zeit, das nochmal anzugehen. Meine erste Aktie war 2017, da war ich 19, Air Berlin. Habe ich mir gedacht, die können nicht pleite gehen. Das probiert man halt dann mal aus. Extra Depot aufgemacht bei der Bank vor Ort. Das war der Wahnsinn natürlich, was das an Handelsgebühren gekostet hat. Aber man hat halt diese Stimmung irgendwie mitnehmen wollen, gerade als junger Mensch. So, man kann da investieren und Geld bekommen. Aber das ist dann irgendwann ja in den Zeiten des Studiums aufgrund auch der Sparsumme versiegt, was eigentlich sehr, sehr schade war. Aber durch dieses Angebot dann von Trade Republic und vor allem durch diese Leichtigkeit, wie man da reinkommt und das auch mit den Steuern und alles einfach war, habe ich dann 2020 angefangen und so ist auch dieses Thema der Arbeit entstanden, weil ich mir gedacht habe, das ist schon cool, wie leicht das funktioniert. Ich möchte mal darüber nachdenken. Für mich persönlich hat das einen krassen
Unterschied gemacht zu dem, wie ich davor investiert habe, nämlich gar nicht, weil es mir zu teuer war und ich auch nicht so durchgeblickt habe, hin zu, ja, jetzt investiere ich monatlich irgendwas. Und das wollte ich einfach in der Arbeit rausbringen und so bin ich auch auf das ganze Thema gekommen. Ja, also Trade Republic ist mein Broker da gewesen. Ich habe mittlerweile jetzt auch ein bisschen gewechselt noch, einen zweiten Broker bei der Comdirect. Das ist dann ein bisschen anderes Thema, können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen. Da ging es mir persönlich so drum, wie viel möchte man handeln und wie viel möchte man halten und wie kann ein Broker einen dabei unterstützen. Aber vielleicht zurück nochmal kurz zu deiner Arbeit. Was waren denn so jetzt die Erkenntnisse? Also inwiefern können die Neo-Broker denn tatsächlich so eine Aktionärskultur oder vielleicht wie viel haben sie die Aktionärskultur in Deutschland gestärkt und was wäre jetzt so deine weitere perspektivische Aussicht? Genau. Also durch die Art der Forschung, die ich da gemacht habe, also per Fragebogen, eine einmalige Untersuchung, kann man leider ja schwer statistisch kausale Zusammenhänge darstellen. Das bedeutet, ich kann nicht unbedingt sagen, dass Neobroker jetzt eine Aktionärskultur beeinflussen, also die Ausprägung dieser Variablen, oder ob es auch andersrum ist, ja, ob eine Kultur, wie sie ist, eine Eigenheit eines Neobrokers beeinflussen könnte. Also rein statistisch gesehen kann ich diese Kausalität nicht unbedingt herstellen, aber ich kann immer von Zusammenhängen sprechen. Die wurden nämlich auch statistisch herausgearbeitet und da hat man klar in der Arbeit gesehen, dass es zum Beispiel einen statistischen Zusammenhang gibt, dass die Marktzugangshürden umso niedriger empfunden werden, umso höher die Anzahl an digitalen technischen Verfahren in den Brokern empfunden wird. Das bedeutet, also wenn ich mehr Möglichkeiten habe, was technisch zu machen, ich habe ein Video-Ident-Verfahren und so weiter, dann ist natürlich die empfundene Marktzugangshürde deutlich geringer, was dann wiederum zu einer freundlicheren Aktionärskultur führt in diesem Score, weil wir sagen, niedrige Marktzugangshürden führen zu einer höheren Aktionärsquote. Genauso ist es mit zwei anderen Variablenpaaren noch einhergegangen. Also bei einer höheren Benutzerfreundlichkeit innerhalb eines Brokers oder Neobrokers kann man auch im Zusammenhang sehen, gibt es ein höheres Vertrauen in Marktteilnehmer von den jeweiligen Befragten. Das heißt, wer sich wohlfühlt und benutzerfreundlich in seinem Broker arbeiten kann, hat auch eher höheres Vertrauen in die anderen Marktteilnehmer. Man kann da natürlich unterschiedliche Rückschlüsse jetzt zur Kausalität ziehen, wieso das so ist. Beispielsweise könnte man sich vorstellen, dass es einfach damit zusammenhängt, dass man Dinge versteht und dadurch auch dann mehr vertraut, ja, weil die Benutzerfreundlichkeit einfach besser ist. Für mich persönlich war das auf jeden Fall so, aber eine Kausalität konnte man jetzt hier nicht feststellen, aber den Zusammenhang zwischen dieser höheren Benutzerfreundlichkeit und dem höheren Vertrauen auf jeden Fall. Und was auch recht logisch klingt, aber statistisch nochmal interessant war, zusammenzufügen war, umso mehr der Umfang des Produktangebotes tatsächlich sinkt, umso mehr haben die Leute auch das Empfinden von Kontrolle über das, was sie tun. Das bedeutet, dass ein geringeres Produktangebot einfach auch dazu führen kann, dass die Menschen, die investieren wollen, das Gefühl haben, sie kontrollieren, was sie tun. Und das kann natürlich zu diesem Vertrauen führen, das Leute brauchen, um zu investieren und ihr Geld auch dann den Brokern anzuvertrauen, um es in Kapitalmärkte zu investieren. Das waren eigentlich so die statistisch wertvollsten Themen, die auch der Kern der Arbeit waren. Jetzt noch einen ganz kurzen Exkurs, nämlich einen zweiten Punkt, der auch wichtiger Teil der Arbeit war. Ich konnte für diese Befragung nur Menschen befragen, die auch Neobroker schon genutzt haben. Aber ich habe natürlich auch Menschen mit meinem Fragebogen erreicht, die Neobroker noch nicht genutzt haben. Die wurden dann gefragt, warum sie eigentlich Neobroker noch nicht nutzen. Und das war sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht das Abfallprodukt der Arbeit, aber eigentlich ein ganz interessantes Thema. Ein ganz interessanter Punkt, ja, weil auf die Frage zum Beispiel, ja, was man in Deutschland noch tun muss, um Aktienkultur, Aktionärskultur zu fördern, genau diese Erkenntnisse vielleicht auch Auskunft geben können. Wenn du möchtest, kann ich kurz hier ein, zwei Zahlen nennen aus der Befragung zu diesen Antworten, warum Menschen noch keine Neobroker nutzen. Zum einen, 14% die noch keinen Neobroker nutzen, haben angegeben, dass es ihnen
an Informationen fehlt. Das heißt, sie sind nicht aufgeklärt genug über das, was Neobroker eigentlich sind, was die anbieten, was sie können. 11% haben angegeben, dass als ein mangelndes Vertrauen gibt hinsichtlich der Neobroker, schlechtes Image oder zu hohes Risiko, dort ihr Geld zu parken und zu investieren. Und 15% haben angegeben, dass sie bisher eigentlich gar keinen Bedarf hatten, weil sie sich mit dem Thema Aktien nicht auseinandergesetzt haben. Das heißt, wenn wir das jetzt summa summarum aufsummieren, dann sind wir bei ungefähr 40% allein derer, die schon einfach gesagt haben, dass die Information, das Vertrauen, bisher kein Bedarf. Das sind alles Themen für mich, die ich subsumieren könnte unter dem Punkt, da kann noch mehr getan werden, um einfach eine Aufklärung zu betreiben und den Leuten nochmal näher zu bringen, was Aktien und Aktienhandel und Investieren eigentlich bedeutet, auch ganz produktunabhängig und Neobroker unabhängig, ob das Trade Republic ist oder Scalable. Und diese Erkenntnisse habe ich eben, sagen wir mal, als Nebenprodukt zu meiner Arbeit noch erhoben und waren wirklich interessant herauszufinden, was und warum Leute noch nicht mit Neobrokern arbeiten. Ja, kann ich absolut nachvollziehen und ist für mich jetzt keine Überraschung, dass das rauskommt. Ich glaube, das ist bekanntermaßen in Deutschland das Thema. Eigentlich müsste man viel mehr Finanzausbildung oder Aufklärung machen, damit überhaupt die Gesellschaft mehr oder in der Breite besser versteht, was Aktien sind und wie der ganze Markt funktioniert. Ich glaube, die letzte Statistik vom Deutschen Aktieninstitut war, dass wir 12,1 Millionen Aktionäre haben im Sinne von ETF, Fonds oder Einzelaktienbesitzer haben, was gerade mal ein Sechstel der über 14-Jährigen ist. Also das ist wirklich noch nicht viel und da sind wir im internationalen Vergleich halt auch noch eher Entwicklungsland. Was ich noch da einwerfen wollte zu deinem Punkt vorhin, was ich interessant fand, ich handle im Prinzip seit über 10 Jahren mit Aktien und als dann meine erste Trade Republic-Erfahrung war eher so, oh wow, das ist aber jetzt wirklich sehr simplifiziert alles. Und ich hatte eher den Eindruck, ich werde schon fast in so eine Market Order gepresst, weil ich erstmal verstehen musste, wo muss ich denn jetzt hinklicken, um ein Limit einzugeben, was für mich eigentlich das absolute, die absolute Basics sozusagen sind. Aber Trade Republic basiert halt so ein bisschen darauf, eher die Leute Richtung Market Order zu bringen und dann halt an dem Spread zu verdienen. Und das habe ich natürlich so ein bisschen kritisch gesehen und dachte mir so, oh ja, so der Begriff Gamification fällt dann ja oft. Es ist schon nicht ganz von der Hand zu weisen. Einerseits denke ich, das ist total positiv, was Trade Republic da gerade getan hat oder immer noch tut. Andererseits denke ich mir so, es ist auch noch nicht so, wie es vielleicht sein könnte. In dem Zuge könntest du vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie diese Neobroker überhaupt von ihrem Geschäftsmodell Geld verdienen und wo dann vielleicht auch ein bisschen das Risiko für die Kultur oder insgesamt für diejenigen liegt, die dann das Produkt anwenden. Genau. Also die Neobroker verdienen ja, oder die bekanntlichermaßen sind die Ordergebühren und Transaktionsgebühren ja sehr gering, also müssen sie irgendwo anders Geld verdienen und da gibt es diesen Payment for Order Flow, also eine Rückvergütung an die Unternehmen, die Neobroker sind oder betreiben, durch den Market Maker, den Handelsplatz, wo die Neobroker ermöglichen, dem Kunden ermöglichen, dann zu handeln. Jetzt zum Beispiel bei Trade Republic ist das ja lang und schwarz zum Großteil und sie bekommen, sagen wir mal, Geld dafür, dass Kunden über Trade Republic Aktienkäufe und Verkäufe auf dem Handelsplatz lang und schwarz dann tätigen. Und in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Produkten können die unterschiedlichen Rückvergütungen, die Broker dann bekommen und durch die sie sich finanzieren, auch unterschiedlich hoch sein. Da ist zum Beispiel in meiner Arbeit auch rausgearbeitet worden, dass bei einigen Finanzjournalisten stark in der Kritik steht, dass die Rückvergütung für risikoreichere Produkte wie Zertifikate, Methebel und so weiter für die Broker deutlich rentabler sind als jetzt ein normaler Aktienkauf mit Limit Order an. Und dementsprechend kann man hier auf jeden Fall auch theoretisch einen Interessenskonflikt sehen. Ja, der Neobroker oder Broker wird mehr Geld verdienen, umso mehr gehandelt wird. Wenn sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass Aktienanlage vor allem auch gut funktionieren kann, wenn man das sehr langfristig tut, ja, also buy, hold and check, man kennt ja die Sprüche, hin und her macht Tasche leer, dass man vielleicht längerfristig dabei bleibt, steht das ja schon im Gegensatz zu dem, was Broker dann auch benötigen, nämlich
umsetze durch eben genau Trades und Handeln. Und da kommt dann, wie du auch angesprochen hast, die Gamification, also eine Belohnung des Handelnden dafür, dass er Trades abschließt, dass man zockt mit Aktien und tradet und so weiter. Das spielt natürlich für den finanziellen Fluss der Neobroker den auch in die Karten. Jetzt haben wir ja zwei Sachen ganz wichtige gesagt. Einmal voll cool, was eigentlich Neobroker für die Aktionärskultur machen. Da sind irgendwie empfundene Hürden, die sinken und die Leute fangen endlich an. Und persönlich merken wir das auch. Auf der anderen Seite sagen wir, okay, eigentlich gibt es einen Interessenskonflikt zwischen langfristig Geld investieren und diesem Handeln, was für den Neobroker besser wäre. Genau das war auch so ein Thema, das man eigentlich mitbekommt, wenn man sich die Medien anschaut, Social Media anschaut. Es gibt immer nur schwarz oder weiß. Für mich war das in der Arbeit auch ganz wichtig, einfach mal zu zeigen, ja, es ist so und es ist auch so, aber das ist auch irgendwo okay. Für mich ist ein Neobroker, es ist wie ein Werkzeug, das man benutzen kann, aber nicht unbedingt benutzen muss. Wenn ich eine Kettensäge benutze, dann kann ich damit einen Baum umschneiden, aber wenn ich ihn in die Hand schneide, dann tut es auch weh. Also ich muss halt wissen, für was ich ihn benutzen kann. Und dann ist es auch sehr, sehr gut, das Produkt zu benutzen. Das ist mir persönlich wichtig, das rauszustellen, weil ich denke, dass Neobroker schon einen großen Anteil haben, was da passiert ist auch die letzten Jahre und auch in Zukunft noch haben können, aber eben auch eine Verantwortung haben, die Leute aufzuklären, dass sie wissen, wie da Geld verdient wird und was sie da tun müssen, damit sie eben ihr Geld nicht verlieren oder selbst Entscheidungen treffen können. Ja, in dem Zuge, Thema Payment for Order Flow, wird ja auch relativ viel politisch oder regulierungsseitig diskutiert, inwiefern das in Zukunft überhaupt erlaubt sein sollte. Also es gab da einen Vorschlag der EU-Kommission, dieses zu verbieten, was natürlich super viel diskutiert wurde. Mir ist zum Beispiel auch bekannt in den Niederlanden, ich habe in Belgien gelebt und habe dann auch so einen niederländischen Broker benutzt, da ist Payment for Order Flow bereits verboten und da hat man dann eine Vergütung, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es 1,50 Euro oder 1,90 Euro pro Order war, drunter geht halt dann einfach nicht. Wie ist da der aktuelle Stand bezüglich der Regulierung in Deutschland und was glaubst du, wie wird es da weitergehen? Genau, also diskutiert wurde es, soweit ich weiß, hat die BaFin sich bisher dafür ausgesprochen, es nicht grundsätzlich zu verbieten, Payment for Order Flow. Ich denke, dass man da, also jetzt aus unserer Position in der Entscheidung nicht drinsteckt. Ich bin sehr gespannt, wie Neobroker darauf reagieren, aber auch Nicht-Neobroker nutzen ja dieses Modell Payment for Order Flow, also auch sagen wir mal Online-Banken oder auch konventionelle Broker können das theoretisch nutzen. Dementsprechend, wenn das wegfällt, gehe ich davon aus, dass die Finanzierung der Broker und Neobroker über eine andere Seite kommen muss. Du sprichst jetzt hier von den Kosten 1,50, 1,90, was ja wirklich noch im Rahmen wäre. Also mit dem könnte ich jetzt, sagen wir mal, als Aktionär auch leben. Ich sehe das wieder zweigeteilt. Natürlich wäre es erstmal ein Rückschlag, weil diese Niederschwelligkeit, insbesondere bei sehr geringen Betrieben, die man investieren möchte, halt einfach dann nicht mehr so gegeben ist. Ich glaube, die BaFin hat auch eine Untersuchung dazu rausgegeben, dass bei DAX-Aktien zum Beispiel bis 2000 Euro Investmentsumme, bei Nicht-DAX-Aktien bis 500 Euro Investmentsumme, die Leute, die investieren, die Aktionäre, besser wegkommen mit Payment for Order Flow und bei höheren Geldsummen, also wenn wir drüber investieren, dann ist es besser, tatsächlich eine Ordergebühr zu zahlen und dafür nicht höhere Spreads an den Handelsplätzen oder eingeschränkten Handelsplätzen wie Lang und Schwarz zum Beispiel zu haben. Auf der anderen Seite denke ich, dass man an dem Thema Investieren ja nicht grundsätzlich nicht vorbeikommt und auch wenn dann die Gebühren steigen, ja, und vielleicht auf 2 Euro oder 3 Euro pro Trade steigen, dass Neobroker immer noch eine Daseinsberechtigung haben, einfach weil sie ihr Angebot, wie sie das an die Kunden bringen, diese Einfachheit und diese anderen Marktzugangshürden, ja, die Benutzerfreundlichkeit der Apps und so weiter, dass die einfach stark genug sind, hier trotzdem die Leute dazu bringen zu können, dort zu investieren.
Aber es wird natürlich schwer werden. Ich bin der Meinung, dass es besser wäre, wenn Payment for Order Flow weiterhin erlaubt sein dürfte. Man müsste die Leute nur besser darüber aufklären, was das denn bedeutet und wie die Broker dann das Geld auch verdienen. Ja, guter Punkt. Also ich denke auch immer dran, ich habe damals noch, also damals, aber vor gut 10 Jahren, noch die konventionellen Banken verwendet. Und ich habe auch ziemlich viel Blödsinn dann gemacht. Ja, obwohl die Niedrigschwelligkeit nicht so war wie heute. Trotzdem, ich glaube, es gehört einfach ein bisschen dazu, am Anfang auch sich auszuprobieren und ein paar schlechte Erfahrungen zu machen, um dann zu lernen und besser zu verstehen, dass man sich mehr Gedanken machen sollte mit seinen Anlagen. Und eigentlich ist der Kernpunkt, so wie du sagst, eher die finanzielle Bildung und nicht die Hauptbaustelle, dann die Plattform, auf der das ausgeführt wird. Aber ich glaube, wir sind uns auch einig, dass so ein bisschen durch diese Gamification die Leute schon niedrigschwellig dahin gedrückt werden, mehr zu handeln. Und dann muss man eben mit Bildung da so ein bisschen gegensteuern. Was ich, glaube ich, in Deutschland noch ganz positiv erwähnen würde, ist, dass wir eine relativ hohe eben monatlich Sparpläne ausgeführt werden. Ich glaube, da sind die Deutschen tatsächlich mit ihrem eher konservativen Ansatz auch, glaube ich, ganz gut unterwegs. Und das wird ja auch unterstützt von den Neobrokern. Das finde ich nochmal, sollte man den auch positiv anrechnen, sozusagen. Ja, vielleicht noch so als abschließende Frage, finde ich immer ganz interessant. Wie selbst sieht deine Anlagestrategie aus? Also Fokus ist auf jeden Fall langfristig investieren in Aktien. Ich habe keine ETFs. Ich habe noch eine private Rentenversicherung. Da sind ein paar Fonds drin. Die läuft noch so nebenher, aber sonst grundsätzlich Einzeltitel, einfach weil ich persönlich immer mal wieder den Bezug brauche zu den Produkten, hauptsächlich oder Dienstleistungen, in die ich investiere und um, sagen wir mal, immer wieder diesen Hinweis zu bekommen, dein Geld, das gibt's, da passiert was, da sehe ich das, ich bin irgendwie überzeugt davon und kann so einfach relativ ruhig schlafen. Bisher auch nicht zu breit diversifiziert. 30 Titel ist so meine angepeilte Menge, die ich in meinem Portfolio haben möchte. 17 sind es momentan. Fokus, ich würde sagen, momentan auf wahrscheinlich nicht zyklischen Konsum und ein bisschen Luxus. Ich glaube, meine Top-Position ist gerade LVMH, Microsoft, Unilever. Also eher so große Dinge, wo man nicht viel falsch machen kann. Das ist, ich glaube, wie Christian Röhl sagt immer, möglichst wenig falsch machen, und da versuche ich mich auch irgendwo drin zu sehen. Bin jetzt nicht der größte Renditejäger. Ja, genau. Und gerade in aktueller Zeit vermutlich genau richtig. Ja, genau. Aber ich habe auch in dem jetzigen Portfolio ein paar, sagen wir mal, Kapierer drin. Da gibt es auch eine Bonovia und eine Spotify. Mit dem einen habe ich beruflich so ein bisschen zu tun und mit dem anderen, dessen Produkte nutze ich jeden Tag, und deshalb war das für mich auch ein Kauf, aber da ist man halt dann auch mal 50% unter Wasser, aber das ist dann, muss man aussitzen. Ja. Brauchst das Geld nicht so schnell wieder, deshalb langfristig. Okay, super. Ja, herzlichen Dank, Vinzenz. Sehr interessantes Gespräch. Vielleicht noch zu deiner Arbeit. Du hast mir vor dem Gespräch erzählt, dass man die auch erwerben kann. Willst du da vielleicht noch kurz was zu sagen? Ja, genau. Also ich habe die jetzt unter dem Titel der Beitrag von Neobrokern zu einer deutschen Aktionärskultur über Book und Divans habe ich die selbst veröffentlicht. Kann man sich als E-Book für 99 Cent momentan auf den gängigen Plattformen, Amazon und so weiter, runterladen. Dann kann man mich auch immer über LinkedIn erreichen, noch Fragen dazu hat und so weiter, kann man ein bisschen drüber diskutieren. Und ja, stehen ein paar interessante Dinge noch drin, auch alle Antworten derer, die beantwortet haben, warum sie Neobroker nicht nutzen, also wirklich in Reinschrift, da kann man einiges noch rauslesen, sind auch ein paar schöne, skurrile Antworten dabei, also ist auch entertaining und ja, haben halt grundsätzlich den Charakter von der Abschlussarbeit. Also viel Spaß, falls jemand liest. Ja, sehr gut. Also ich habe auch fast alles gelesen. Ich fand es ja auch sehr unterhaltsam. Ich habe schon am Anfang gesagt, über so ein Thema hätte ich damals auch gerne geschrieben. Fand ich sehr interessant. Von daher vielen Dank für deine Zeit. Und ja, vielleicht hören wir uns dann irgendwann mal wieder und schauen zurück, wie sich die Aktionärskultur dann weiterentwickelt hat in Deutschland. Ich habe mich zu bedanken. Ich verfolge weiterhin deine Videos und freue mich auf alles, was da kommt. Und es ist immer spannend. Super. Danke dir. Danke dir auch. Ja, das war das Gespräch mit Vinzenz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich selbst fand es super spannend, das Thema, und auch
schön zu sehen, mit welcher Leidenschaft Vinzenz bei dem Thema dabei ist. Und so hat er jetzt auch ein Stück weit seinen Beitrag für eine bessere Aktienkultur in Deutschland gelegt. Und wie wir alle wissen, ist da noch einiges zu tun. Ja, das war das Gespräch mit Vinzenz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich selbst fand es super angenehm und toll zu sehen, mit welcher Leidenschaft Vinzenz an diesem Thema gearbeitet hat. Ich werde demnächst dann auch ein Vergleichsvideo machen, wo ich die verschiedenen Broker, die man an der Börse handeln kann, miteinander vergleiche. Also eine Flatex DEGIRO, eine Sino, eine Lang und Schwarz und so weiter. Wenn euch das interessiert, dann abonniert gerne den Kanal, lasst dem Video ein Like da. Und aktiviert das Glöckchen, dann werdet ihr direkt informiert, wenn das nächste Video online ist. Ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.